Herzlich willkommen zum Welt-TV-Duell. Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Europawahl und nur noch knapp ein halbes Jahr bis zur Landtagswahl in Thüringen. Ja, hier stehen sich heute live die beiden Männer gegenüber, deren Parteien in Thüringen in den Umfragen aktuell auf Platz 1 und 2 liegen. Beide wollen den linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow ablösen, der ja mit einer Minderheitsregierung regiert. Ich begrüße Björn Höcke, den Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidaten der Thüringer AfD. Ein Mann, den der Verfassungsschutz als Rechtsextremist einstuft und seinen Landesverband als erwiesen rechtsextremistisch. Na, die Einleitung musste ja sein, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass ich heute hier sein darf. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Trotzdem oder gerade deswegen möchte der Vorsitzende und Spitzenkandidat der Thüringer CDU, Mario Vogt, mit Björn Höcke diskutieren. Im Vorfeld dieses Duells hat Herr Vogt gesagt, ich glaube, man muss Höcke ins Licht ziehen, um die AfD inhaltlich zu stellen. Denn 30% Umfrageergebnisse für die AfD lassen sich nicht länger ignorieren. Auch Ihnen herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Frau Ohm. Kurz zu den Regeln für dieses Duell. Wir sorgen dafür, dass die Kandidaten ausgewogen zu Wort kommen. Wir werden unter anderem über die Themen Europa, Migration und Erinnerungskultur diskutieren. Über diese Themenblöcke haben wir die Kandidaten am vergangenen Freitag informiert. Die Fragen kennen Herr Höcke und Herr Vogt selbstverständlich nicht. Im Hintergrund führen unsere Kollegen einen Faktencheck durch, der, falls nötig, morgen auf welt.de verfügbar sein wird. Der Anlass dafür, dass die beiden Herren sich hier heute Abend zu diesem Duell herausgefordert haben, ist ein Satz, den Björn Höcke am Rande des Europaparteitags in einem Interview gesagt hat. Daraufhin haben sich die beiden einen Schlagabtausch bei Welt sowie auf X geliefert und sich dann zu diesem Duell verabredet. Und ich zitiere diesen Satz von Herrn Höcke jetzt noch mal wörtlich. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Um an diesen Satz anzuknüpfen, geht die erste Frage an Sie beide. Ist die Europäische Union für Deutschlands Wirtschaft und Wohlstand verzichtbar? Herr Höcke, beginnen Sie bitte. Auf jeden Fall. Die Europäische Union ist vor allen Dingen als Globalisierungsagentur einzuschätzen. Sie ist das Europa der Lobbyisten, der Bürokraten und der Großkonzerne. Das ist nicht das Europa, das die AfD will. Die AfD will einen neuen Bund europäischer Staaten mit einem robusten Grenzschutz, mit einem freien Markt, mit dem Schutz unserer Identität und mit einer strategischen Entwicklung hin zu einer militärischen Autonomie, die Europa als neuen Pol in einer entstehenden multipolaren Weltordnung stark macht. Herr Vogt, halten Sie die EU in der aktuellen Form für verzichtbar? Herr Höcke sagt, die EU muss sterben. Ich will, dass Europa und die EU lebt, weil ich will das Beste für Deutschland. Die Europäische Union hat immer ein Versprechen gehabt. Das war Wohlstand, das war Frieden, das war Freiheit, das war Sicherheit. Und das hat die Europäische Union eingelöst, dieses Versprechen. Über 70 Jahre haben wir Stabilität in Deutschland und in Europa. Und das, was wir erleben, ist, die Europäische Union ist nicht perfekt. Wir erleben, dass viel Bürokratie ist, diese Gängelung, das nervt die Leute, mich auch. Verbrennerverbot, das sind Dinge, die ärgern in diesem Land. Die Europäische Union könnte in den großen Dingen viel mehr bewegen und sollte sich aus den kleinen Dingen raushalten. Aber es ist das Haus, was uns immer geschützt hat. Und dieses Haus, das hat ein stabiles Fundament. Da erleben wir unsere Freiheiten, da begegnen wir uns. Das ist die zweitgrößte Demokratie der Welt. Das ist im Kern vor allen Dingen auch der größte Binnenmarkt. Wir als Deutsche profitieren davon. Und diese Stabilität, die braucht es. Nur weil mal irgendwie eine Lampe kaputt ist oder eine Tür quietscht, reißt man doch nicht das ganze Haus ab. Und das ist das, was Herr Höcke möchte. Herr Höcke möchte, dass die Europäische Union stirbt. Und damit auch ein Wohlstand, den wir in Deutschland aufgebaut haben, weil die Europäische Union uns hilft. Das wäre eine Katastrophe für Deutschland. Das wäre der Abstieg von Deutschland. Herr Höcke, Sie haben vorhin gesagt, wir möchten, dass die Europäische Union stirbt, in dem Sinne, damit das wahre Europa leben kann. Und Herr Vogt hat sich hier nicht sehr gut ausgedrückt. Denn Fakt ist doch, dass die CDU mit ihrer Agenda in EU-Europa auch für das Verbrenner ausgesorgt hat. Dieses Verbrenner aus deindustrialisiert Deutschland. Sie sagen ja zur Agenda der Europäischen Union, die da heißt Fit for 55, die da heißt Klimaneutralität 2050, die da heißt Green Deal, die da heißt Dekarbonisierung, die da heißt Luftbesteuerung, das heißt CO2-Bepreisung. Alles das macht Deutschland konkurrenzunfähig auf dem globalen Markt. Die Energiepreise gehen durch die Decke. Die Deindustrialisierung Deutschlands ist Ihr Werk. Sie sind der Wohlstandsvernichter Deutschlands mit der EU, die eben diese Politik durchzieht, die Deutschland schadet. Ja. Deswegen müssen wir raus aus dieser EU und brauchen einen lockeren Bund europäischer Staaten, um das zu koordinieren, was wirklich europäisch koordiniert werden muss.
und das zu leben, was die europäischen Nationen besser eigenständig alleine leben. Dann haben wir weniger Konflikte und haben genauso viel freien Markt. Und dafür steht die AfD. Ich muss mal nachfragen. Sie haben gerade gesagt, die Europäische Union ist für Deutschland ein Wohlstandsvernichter. Ja, das Institut der deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, dass Deutschland ohne Teil der EU zu sein 2,2 Millionen Arbeitsplätze verlieren würde. Haben Sie in Thüringen schon mal einen Unternehmer getroffen, wenn Sie im Land unterwegs ist, der Ihnen sagt, Deutschland sollte raus aus der EU oder die EU sollte in der aktuellen Form abgeschafft werden? Ja, jeder Unternehmer, der wirklich nachdenkt, der ist mittlerweile der festen Überzeugung, dass die Bürokratie unerträglich geworden ist, dass die Gängelung unerträglich geworden ist, dass die weitere Zentralisierung Europas unerträglich geworden ist, dass vor allen Dingen die Energiepreise, die, wie ich gerade skizziert habe, durch die EU in immer größere Höhen getrieben werden, für ihn nicht mehr haltbar sind. Die IHK hat vor kurzem die Zahlen bekannt gegeben und die lauten, jedes dritte große deutsche Unternehmen möchte Deutschland verlassen, weil die Energiepreise nicht mehr zu schultern sind. Wohin gehen die Unternehmen? Sie gehen in die USA, wo die Energiepreise bis zu fünffach niedriger sind. Ist das kluge Politik? Das ist EU-Politik. Das ist die Politik, hinter der die CDU steht. Und deswegen brauchen wir eine reduzierte EU bzw. einen neuen Bund europäischer Staaten. Wie gesagt, wir haben nichts gegen einen gemeinsamen Markt, den wollen wir auch. Wir wollen einen Schutz der Außengrenzen, aber ansonsten brauchen wir Selbstständigkeit. Wir brauchen keinen Superstaat, wir brauchen keinen Zentralismus mit 50.000 Bürokraten. Das kostet alles sehr, sehr viel Geld. Das können wir uns sparen. Also machen wir erstmal einen Faktencheck. Das Verbrennerverbot hat die CDU verhindert. Steht in Ihrem Europawahlprogramm. Gucken Sie nach. Das verhindert die CDU. Aber jetzt machen wir doch erstmal. Es gibt auch einen alternativen Faktencheck auf meinem X-Account. Wir bleiben einfach mal wir gucken sachlich. Natürlich. Sie müssen nicht nervös sein hier. Sondern es geht im Kern um eine ganz simple Frage. Das, was Sie wollen, ist aus der Europäischen Union aussteigen. So, und das, was Sie wollen, sind leere Regale in Supermärkten in Deutschland. Sie wollen, dass es. Das hat mir in der Corona-Zeit ja zur Genüge. Ich lasse Sie ausreden, es wäre in Ordnung, wenn Sie mich auch ausreden lassen würden. Und wenn wir uns angucken, leere Regale im Supermarkt, Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen im Wohlstandsvernichter. Sie legen quasi die Axt und brechen das Rückgrat der stärksten Exportnation, die es innerhalb Europas gibt. Und das, was Sie hier wollen, das gibt es am lebenden Beispiel. Gucken Sie sich das doch an. Der Brexit, den wir gerade erlebt haben. Der Brexit führt dazu, dass in Großbritannien mittlerweile Leute ärmer dran sind, als bevor sie mit der Europäischen Union gemeinsam waren. Und das ist etwas, das können Sie nicht wegdiskutieren. Ich war diese Woche bei einem Thüringer Unternehmen. Die haben 70% Exportquote in den europäischen Markt. Als ich dort am Band mit der Mitarbeiterin geredet habe, die war stolz. Die hat ein Produkt gemacht, das war am nächsten Tag in Frankreich. Da war die stolz drauf. Die arbeitet 25 Jahre in dem Unternehmen. Und die sagt, es ist doch gut, dass wir unsere tollen Thüringer Produkte entwickeln können. Und das, was Sie wollen, ist nichts anderes. Sie wollen Zollschranken, Sie wollen den Euro abschaffen und damit Wechselkursinstabilitäten produzieren. Sie wollen im Prinzip etwas, was uns erfolgreich gemacht hat. Wir sind das erfolgreichste Land. Jedes zweite Produkt, was Deutschland exportiert, geht in die Europäische Union. Und das wollen Sie abschaffen. Und deswegen ist genau das Ziel, was Sie haben. Haben Sie schon sehr lange Ausführungszeit hier. Ich sage Ihnen ganz simpel, diesen Abstieg für Deutschland. Ja. Und das, worum es im Kern aber bitte schön geht, ist doch was ganz Simples. Glauben Sie wirklich, dass sich Unternehmen in Thüringen niederlassen, wenn genau diese Versprechen, die Sie versuchen umzusetzen, Wirklichkeit werden? Das bedeutet doch nichts anderes. Herr Vogt, da wird also, kein Sie können jetzt ja keine Monologe halten. Also wir haben eine begrenzte Sendezeit von 45 Minuten. Sie scheinen sehr nervös zu sein, wenn es um die Argumente geht, Herr Höcke. Es geht nur darum, dass Sie jetzt ganz viele Sachen in den öffentlichen Raum gestellt haben, die nicht unkommentiert bleiben können. Es ist falsch, dass der Brexit Großbritannien geschadet hat. Gucken Sie auf die aktuellen Zahlen zum BIP. Deutschland steckt in der Rezession. Es ist so. Und die britische Wirtschaft, die ist zumindest stabil und die Perspektiven sind wesentlich besser für Großbritannien als für den Euroraum. Das sind die aktuellen Zahlen. Nochmal, die Klimapolitik der EU, die maßgebliche Agenda ist, hinter der Sie stehen, deren Folge die CO2-Bepreisung ist, deren Folge ist, dass die Energiepreise in der EU immer weiter durch die Decke gehen, hat dazu geführt, und der Kampf gegen den Verbrennermotor als Kampf gegen die deutsche Automobilindustrie, und das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft, das werden Sie nicht in Abrede stellen, hat dazu geführt, dass wir gerade in der Thüringer Automobilzulieferindustrie massive Probleme haben. Gerade letzten Monat ist das große Werk in Brotterode geschlossen worden. Andere Werke werden noch folgen. Wir haben schon 2020 in einer Kampagne als AfD in der Fraktion im Thüringer Landtag bei vielen Betrieben gestanden, haben mit den Mitarbeitern gesprochen und die haben genau das so analysiert. Die künstlich in die Höhe getriebenen Energiepreise brechen
uns das wirtschaftliche Knick. Der hysterische Kampf gegen den Diesel, den Sie auch vorangetrieben haben mit Ihrer Klimapolitik, bricht unsere Automobilindustrie in ganz Deutschland das Genick. Sie sind eine Wohlstandsvernichterpartei, Herr Vogt, beziehungsweise Ihre Partei ist das. Und die EU spielte ein ganz schlechtes Spiel für Deutschland. Wir brauchen eine EU für den kleinen und Mittelstand. Wir brauchen eine EU für die Angestellten und Arbeiter, für die Familien. Aber wir brauchen keine EU der Großkonzerne. Ja, diese genau, EU schützt genau, das ist es. Nicht diese EU. Genau das ist es. Diese EU ist eine Globalisierungsinstanz, die die Nation und den Wirtschaftsraum Europa in einer Art und Weise gleichschaltet, wie das der europäischen Tradition zuwiderläuft. Und das ist nicht Europa. Europa ist Vielgestaltigkeit, Europa ist Kleinteiligkeit. Europa ist alles andere als die EU. Wir brauchen dieses zentralistische Bürokratenmonster nicht. Aber Herr Höcke, die AfD punktet in Thüringen mit dem Anti-EU-Kurs, ist derzeit in den Umfragen stärkste Kraft und im Bund sogar auf Platz 2. Wie erklären Sie sich, dass es Ihrer CDU offenbar nicht gelingt, den Bürgerinnen und Bürgern die Vorteile der EU ausreichend zu vermitteln? Die Thüringer sind pro-europäisch, die wollen eine starke europäische Union. Aber nicht pro-EU. Und den Faktencheck, den sollten wir hier gleich live am Pult liefern. Es gibt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Die haben genau analysiert, was ihr Plan bedeuten würde. Ich habe Sie aber was anderes gefragt gerade, ja? Herr Funk. Warum gelingt es der CDU nicht, die Vorteile zu vermitteln? Ich will auf diesen Punkt hinweisen, weil es wichtig ist für die Wähler. Weil die ändern heute Abend auch ihre Meinung in Thüringen über diese Frage. Das, was Herr Höcke möchte, bedeutet nichts anderes, dass die Thüringer und Thüringer, die Arbeitnehmer, 1.000 Euro weniger im Portemonnaie haben pro Jahr. Das ist die Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Wenn wir aus der EU aussteigen, wenn wir diese Chancen nicht nutzen, dann führt das am Ende dazu, dass die Thüringer ärmer sind. Aber warum ist es Ihrer CDU bisher nicht gelungen, diese Vorteile den Bürgern zu erklären? Deutschland war schon vor dem Ersten Weltkrieg die größte Industrienation Europas. Sie war zur Zeit der EWG war Deutschland die größte Industrienation Europas und sie wird auch nach einer EU die größte Industrienation Europas. Sie haben Fairness eingefordert, vielleicht die Fairness auch gegenüber Herrn Vogt etwas auf gefragt, die Frage natürlich. Zu antworten. Ich habe die Frage jetzt zum dritten Mal gestellt, hätte jetzt gerne eine Antwort. Klar. Wir als CDU sind mittlerweile zweitstärkste Kraft und wir kämpfen darum, Erste zu werden. Und deswegen haben wir dieses Duell heute Abend. Und ich finde, wir müssen die Unterschiede deutlich machen, weil das, was Herr Höcke vertritt, das ist ein Risiko, das ist schädlich für Deutschland, das ist eine Katastrophe. Und genau aus diesem Grund diskutieren wir über die harten, sachlichen Fakten. Es ist einfach, ihn einen Faschisten zu nennen. Das muss ich nicht machen. Das hat ein Gericht schon gemacht. Sondern es geht um eine andere Frage. Es geht um die Sachauseinandersetzung, was seine Politik an Schaden für Deutschland produziert. Und das werden wir als CDU deutlich machen im Wahlkampf. Und ich spüre viel Zuspruch. Innerhalb der letzten 2 Monate hat Herr Höckes Partei 7 Prozentpunkte verloren. Wir haben 2 zugelegt. Wir sind in den neuesten Umfragen 6 Prozentpunkte hinter ihm. Und wir werden stärkste Kraft werden. Herr Vogt, Herr Höcke, wir würden ganz gerne mit dem Themenbereich Wirtschaft weitermachen. Eigentlich sind wir schon so ein bisschen drin durch das EU-Thema, würden da noch ein bisschen genauer drauf schauen. Herr Höcke, im Sofortprogramm Ihrer Partei steht, und ich zitiere wörtlich, Bürger und Unternehmen sollen entlastet werden. Wie sollen sie entlastet werden? Indem die Strom- und die Energiesteuer auf ein Minimum gesenkt, sowie die Luftverkehr- und Grundsteuer, CO2-Abgabe und der Soli ersatzlos gestrichen werden. Dadurch würden aber dem deutschen Staat Einnahmen in Höhe von knapp 50 Milliarden Euro entgehen. Das sagt unter anderem das Leibniz Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Wie würden Sie eine solche Lücke im Haushalt denn stopfen? Von wo nehmen, wenn ich es hier entlaste? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Wir haben natürlich Einsparpotenzial ausgemacht. Denken Sie bitte an den großen Posten Entwicklungshilfe. Über die gesamten Einzelpläne des Bundeshaushalts haben wir da eine Summe von etwa 60 Milliarden Euro aufgeklärt. Die werden ausgegeben für Genderprojekte in Afrika. Die werden ausgegeben für Wärmedämmung in Ulaanbaatar, die werden ausgegeben für Entwicklungshilfe in China und für China und Indien, unsere großen Konkurrenten auf dem Weltmarkt, für Radwege in Peru. Da kann man massiv zusammenstreichen und da kann man massiv sparen. Da haben wir schon viele 10 Milliarden Euro gespart. Bei der Migrationspolitik, es war ja Ihr Haus, Ihr Blatt, die Welt, die auch mal vor kurzem Gott sei Dank die Zahlen transportiert hat, die illegale Einwanderung, die leider ja auch von der CDU maßgeblich initiiert worden ist, hat uns oder kostet uns pro Jahr 50 Milliarden Euro. Jetzt nehmen Sie die Entwicklungshilfeposten und nehmen Sie die 50 Milliarden, da sind Sie schon bei 60, also insgesamt bei 110, aber wir wollen die Entwicklungshilfe nicht ganz zusammenstreichen, aber sind auf jeden Fall bei 70, 80 Milliarden Euro im Jahr. Das Geld ist da, es wird nur nicht im deutschen Interesse ausgegeben und das muss wieder das Primat der deutschen Politik sein. Das Geld, das vom deutschen Steuer hart erarbeitet wird und erwirtschaftet wird, für Zwecke für das eigene Land auszugeben. Weil jetzt gerade viele Zahlen hier durchs Studio fliegen, noch mal der Hinweis ans Publikum, wir checken diese Zahlen, morgen auf welt.de gibt es den Faktencheck. Herr Vogt, aber auch an Sie die Frage, Sie fordern eben
ebenso Steuersenkungen. Wie würden Sie die im Staatshaushalt gegenfinanzieren? Ja, das, was wir im Bundeshaushalt machen wollen, ist natürlich, uns auf das zu konzentrieren, was wesentlich ist. Und ich sage es Ihnen relativ simpel. Die zwei Dinge, die ich momentan erlebe, wenn ich im Land unterwegs bin, in Thüringen, es regt die Leute wahnsinnig auf, dass wir die Ungerechtigkeit haben am Arbeitsmarkt. Eine Kassiererin, die arbeitet 39 Stunden, die strengt sich richtig an und die hat wirklich ein Gefühl, dass es ungerecht zugeht in diesem Land, weil Menschen, die arbeiten könnten, nicht arbeiten. Stichwort Bürgergeld. Und genau aus diesem Grund würden wir auch hier klipp und klar sagen, es muss eine Konzentration gehen und der Maßstab, jeder, der arbeiten kann, der muss auch tatsächlich arbeiten und derjenige, der arbeitet, der muss mehr haben als derjenige, der nicht arbeitet. Und es bedeutet unter anderem auch, das Bürgergeld für diejenigen einzuschränken, die auch aus anderen Staaten kommen, weil das ist eine Ungerechtigkeit, die Leute nicht verstehen. Der zweite Punkt ist, wir wollen natürlich auch, dass wieder Fleiß sich lohnt. Leistung muss sich lohnen in diesem Land. Der Fleißige darf nicht der Dumme sein. Ich war kürzlich in einem Thüringer Unternehmen, Horsch, die stellen Landmaschinen her und dort sagt mir die Belegschaft, Herr Vogt, wir würden gerne mehr arbeiten, aber es bleibt in unserem Portemonnaie nichts hängen. Von jedem Euro, den Sie dazu verdienen, bleiben 41 Cent bei Ihnen, der Rest geht an den Staat. Und deswegen haben wir als CDU gesagt, okay, wir wollen die Überstunden steuerfrei stellen, weil wir wollen, dass die Menschen wieder mehr im Portemonnaie haben. Und darum geht's. Leistung muss sich in diesem Land wieder lohnen. Und das jetzt eben auch voraus, wenn wir das tun, dann haben wir mehr Steuereinnahmekraft und durch dieses Wachstum wird das genau aufgenommen, was wir auch tatsächlich wollen. Herr Kollege Vogt, ich glaube, ich muss direkt darauf antworten, ja. Es brennt jetzt einfach auf meiner Zwunge in Anführungszeichen. Kollege Vogt, das war wieder dieser typische Konrad-Adenauer-Stiftungs-Sound. Dieses Aneinanderreihen von Worthülsen und von Phrasen. Sie, sehr geehrter Kollege Vogt, Ihre Partei, die CDU, ist mit Abstand die längste Regierungspartei im Bund und auch in Thüringen. Warum haben wir denn diese fast weltweit einzige Abgaben- und Steuerbelastung? Weil Sie in den letzten Jahrzehnten versagt haben. Und vor jeder Wahl versprechen Sie den Wählern das Blaue vom Himmel. Das glaubt Ihnen doch keiner mehr. Das nimmt Ihnen doch keiner mehr ab. Und ich glaube, die Art und Weise, wie Sie gerade hier vorgetragen haben, ist eine Ursache für die Politikverdrossenheit im Land. Die Leute wollen sich nicht länger an der Nase herumführen lassen. Sie wollen nochmal, dass das Geld, das hier erwirtschaftet wird, auch im Land bleibt. Vor allen Dingen die Rentner, an die müssen wir denken. Wir haben Millionen Rentner, die in schwierigen Verhältnissen sind, die in bitterster Armut stellenweise leben. Ich bin zu zig Bürgerdialogen unterwegs gewesen in den letzten Jahren in Thüringen, wo hunderte Bürger mich besuchen und die kommen danach und haben Tränen in den Augen. Sie weinen, diese Menschen weinen von mir und sagen, Höcke, wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Das Geld reicht nicht mehr zum Leben. Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, 45 Jahre, manche sogar 50 Jahre, gehen mit 900, 950 Euro netto Rente nach Hause. Das geht nicht, das muss sofort aufhören. Wie gesagt, das Geld ist da, an die Rente müssen wir ran, die Rente muss reformiert werden, damit für unsere Leute das Geld zum Leben auch im Alter reicht. Aber wenn ihr schon den Anwurf macht, dann will ich es auch klipp und klar sagen, der Bürokratie Index. Können Ihre Faktenchecker sich mal angucken? Ich weiß, dass mit Faktenchecking haben Sie es ja nicht. So, Sie sind ja bei den... Doch, auf meinem X-Account werden gerade die Fakten gecheckt. Ja, genauso wie das führt uns jetzt nicht. Wenn wir den Bürokratieindex uns 2021 angucken, dann werden wir feststellen, dass der am niedrigsten war, weil die CDU Bürokratie abgebaut hat. Dass es noch mehr gilt, auf europäischer Ebene werden wir für jede neue Regelung zwei streichen, dass wir das in Deutschland tun. Das ist etwas, was wir als Union wollen. Aber im Kern geht es um was anderes. Im Kern geht es doch wieder darum, dass die fleißigen Leute in diesem Land tatsächlich auch was davon im Portemonnaie haben. Und dafür haben sie nichts in der Tasche. Das Gegenteil ist der Fall. Das, was Sie wollen mit Ihrem Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Deutsche Produkte werden teuer im Ausland, dadurch werden sie nicht mehr abgenommen. Und das führt dazu, dass wir Mittelständler, kleine Unternehmen und dann die Handwerker, die unterstützen, alle hängen lassen. Das ist Ihre Politik. Und Kollege das führt zu Wirtschaftsvernichtung in diesem Land. Die EU ist der Hauptproduzent von Bürokratie. Die Lieferkettenrichtlinie ist im Bundestag von Ihrer Fraktion durchgewunken worden, sogar noch in verschärfter Form. Die Lieferkettenrichtlinie ist abgelehnt worden. Das Lieferkettengesetz. Ja, das ist eine andere Baustelle. Das ist Deutschland. Ja, die Vorgabe, kam doch auch aus Europa. Das Lieferkettengesetz bedeutet, dass ein Eisenacher Fleischermeister, der nach Opel liefern will, seine gehacktes Brötchen, seine Mettbrötchen, um mal was Handfestes jetzt als Beispiel anzuführen, dass der... In Thüringen heißt es gehacktes, wenn Sie sich in der Heimat auskennen. Ich habe gerade gesagt, gehacktes Brötchen. Nee, Sie haben nicht gesagt.
Es ist auch völlig egal, im Eichsfeld sagen wir Gehacktes. Ich habe dann auch nochmal übersetzt, Matt, weil nicht jeder Gehacktes versteht. Das wollen Sie mir doch zugestehen, Herr Kollege. Wir haben an dieser Stelle auch einen harten Schnitt. Moment, dieser Metzger muss einen Antikorruptionsauftrag vorhalten, wenn er Gehacktes. Wir haben eine Reihe von Argumenten jetzt ausgetauscht zum Thema Wirtschaft. Das ist das Ergebnis der Politik. Und wir machen jetzt weiter mit dem Sie haben, glaube ich, beide Ihre Punkte in Sachen Wirtschaft gemacht. Sie haben es eingangs schon gesagt, wir haben nicht leider unendlich Zeit und wir haben so viel noch zu besprechen. Lassen Sie uns mit dem Thema weitermachen. Gehackte Brötchen sind auch in Deutschland. Thema oder Hack auf Brötchen, aber ich glaube, Migration ist das große Thema. Ich kenne niemanden hier im Land, den es im Moment nicht bewegt. Und es ist natürlich auch in Ihren Wahlkämpfen, in Ihren Parteien ein Thema, was hochgehandelt wird, worauf man schaut und wo man natürlich auch nach Lösungen guckt. Das tun die Deutschen vor allen Dingen. Deshalb die Frage an Sie beide. Welche schnell umsetzbaren Maßnahmen, weil wenn wir in die Kommunen schauen, dann sehen wir, das muss auch schnell gehen, hätten Sie denn parat, um bei der Migration wirklich an Stellschrauben zu drehen, unter anderem auch bei der illegalen? Herr Vogt, vielleicht zuerst. Ja, klar. Die Migration ist und die illegale Migration ist ein Riesenproblem. Das ist ein Zustand, den kann man nicht weiter akzeptieren. Ich habe bei mir im Wahlkreis Kindergärten, da können Deutsche keine Plätze erhalten, weil sie für Ausländer reserviert sind. Das ist der falsche Weg. Und deswegen müssen wir bei dem Thema illegale Migration eine ganz klare Strategie fahren. Null illegale Migration in Deutschland. Das setzt voraus harte rechtsstaatliche Unterstützung für unsere Polizei, für unsere Justizbehörden. Zweitens konsequentes Rückführen und Abschieben. Und das dritte, absolute Begrenzung durch Außengrenzenschutz bei der illegalen Migration. Und jetzt sage ich Ihnen eins, wir haben ein klares Prinzip als CDU in Thüringen. Wer arbeitet, wer sich an Recht und Gesetz hält, wer zu Recht hier ist, und wer sich an unsere Leitkultur hält, der bleibt. Derjenige, der Recht verletzt, der geht. Und wir haben das konkret in Thüringen umgesetzt. Und ich will Ihnen zwei Beispiele dafür nennen. Das erste ist, eine Landrätin in Thüringen hat als erste in Deutschland die Bezahlkarte eingeführt, weil sie gesagt hat, wir wollen nicht, dass deutsches Geld ins Ausland fließt, sondern wir wollen klarstellen, dass das Geld sachgerecht eingewendet wird. Und das zweite ist, ein Landrat der CDU in Thüringen hat durchgesetzt, dass die Arbeitsverpflichtung in Gemeinschaftsunterkünften stattfindet. Das heißt, für das Geld, für das man was bekommt, müssen auch Flüchtlinge arbeiten. Das ist eine Frage von Gerechtigkeit. Und wissen Sie was? Die AfD hat einen einzigen Landrat in Deutschland, in Thüringen, in Sonneberg. Und die harte Haltung, die Herr Höcke immer versucht zu vertreten, würde ja bedeuten, dass die AfD dort beginnt. Aber was passiert? Keine Bezahlkarte, keine Arbeitsverpflichtung, nichts. Und das ist die Backen aufblasen, Probleme beschreiben, aber kein einziges Thema lösen. Herr Höcke, nur zu. Herr Vogt, es war Ihre CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die die Grenzen geöffnet hat bzw. nicht geschlossen hat und die Willkommenspolitik ausgerufen hat. Ab 2015 sind in den Folgejahren 10 Millionen Menschen zu uns gekommen, viele von denen illegal. Die Gesamtkosten dieser Zuwanderung belaufen sich laut Professor Rafelüsch auf 5,8 Billionen Euro. Billionen Euro, das ist die Nachhaltigkeitslücke. Diesen Schaden haben Sie verursacht. Die Gewaltkriminalität explodiert durch die illegale Einwanderung. Diesen Schaden haben Sie verursacht. Unser Sozialsystem stehen kurz vor dem Kollaps. Mittlerweile haben wir in NRW mehr als 50 Prozent Bürgergeldempfänger, die Zuwanderer sind. Sie haben das Land mit Ihrer Migrationspolitik an den Rande des Kollaps geführt. Und jetzt, nachdem Sie das Kind in den Brunnen geworfen haben, beginnen Sie das Wasser abzuschöpfen und Symptompolitik zu machen. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch mehr. Ich glaube, das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Wer nach Deutschland kommt, kriegt diese üppigen Sozialleistungen nicht mehr. Wir müssen den Sozialstaatsmagneten stillstellen, den müssen wir runterfahren. Und ich glaube, das ist das wirksamste Mittel, um die illegale Migration zu stoppen. Danach brauchen wir natürlich auch noch den Grenzschutz. Wir brauchen entsprechende Remigrationsanreize. Darüber werden wir nachher noch sprechen. Das ist ein Programm, das dauert sicherlich auch Jahre. Der Schaden ist immens. Er ist über Jahre angerichtet worden. Wir werden viele Jahre brauchen, den Schaden wieder zu reduzieren. Aber da müssen wir ran. Nur die CDU, wie gesagt, wenn die sich jetzt hier als Gärtner anbietet, muss man sagen, sie ist der Bock, der das Ganze verbockt hat. Jetzt haben wir gerade vor allen Dingen über illegale Migration gesprochen. Ihr Bundesland ist geschrumpft seit der Wende von 2,5 auf 2,1 Millionen Einwohner. Eine halbe Million Menschen sind weniger dort. Um das zu kompensieren, brauchen Sie auch Fachkräfte aus dem Ausland, um den Fachkräftemangel zu bewältigen?
Ja, klar, also, brauchen wir die. Und ich will jetzt mal bei den Zahlen bleiben, damit wir hier keinen Sand ins Getriebe stellen. Das funktioniert auf seinem AfD-Parteitag mit den 10 Millionen. Aber jetzt machen wir mal einen Faktencheck. 3,8 Millionen haben Asylanträge gestellt, 2,1 Millionen Flüchtlinge haben. Er wirft diejenigen in einen Topf, die als Fachkräfte zu uns kommen. Unter anderem auch die 50.000 Europäer, die in Thüringen arbeiten, die wir tatsächlich brauchen. Und deswegen ist doch vollkommen klar, wir müssen klarer unterscheiden, wen brauchen wir als Fachkräfte, die sind uns herzlich willkommen. Und wer versucht, sich ein besseres Leben hier in Deutschland zu schaffen? Das ist nicht unanständig, wir sind ein tolles Land. Aber hier darf sich nicht jeder frei aufhalten, sondern wir als Staat müssen wissen, wer da ist. Deswegen stoppt mit der illegalen Migration. Und das Zweite ist ganz klar Fachkräftegewinnung für diejenigen, die wir brauchen. Und tatsächlich ist das so. Herr Höcke, braucht Thüringen Fachkräfte aus dem Ausland, ja oder nein? Ich verstehe es nicht, Herr Vogt. 10 Millionen Zuwanderer in den letzten knapp 10 Jahren, dass wir überhaupt noch von Fachkräftemangel reden müssen. Das ist doch eigentlich schon der Beleg für das Totalversagen Ihrer ganz Politik. Ganz klare Frage. Brauchen Sie auch Fachkräfte aus dem Ausland? Wir brauchen vor allen Dingen die Nachqualifikation von jungen Leuten in Deutschland. Wir haben in der Alterskohorte 20 bis 34 Jahre 3 Millionen junge Leute ohne Berufsabschluss. Die müssen wir erstmal zu Fachkräften ausbilden, bevor wir nach Zuwanderung aus dem Ausland rufen. Weil diese Menschen sprechen ja schon unsere Sprache. Lehnen Sie das denn aus grundsätzlichen Gründen ab? Nein, Fachkräfte aus dem Ausland. Deswegen frage ich nach. Nicht grundsätzlich, aber wir brauchen ein Gesamtpaket. Das heißt, wir brauchen eine Familienoffensive. Wir müssen das Kinderkriegen in Deutschland wieder fördern, damit wir diese demografische Katastrophensituation verlassen. Dann brauchen wir eine Remigrationsinitiative. Und zwar für die Deutschen, für die 1,5 Millionen Deutschen, hochqualifizierte junge Leute, die wegen der hohen Abgaben und Steuerlast, weil ihre Kinder in den deutschen Schulen nichts mehr lernen und weil sie das Meinungsklima in Deutschland nicht mehr ertragen konnten, in den letzten 30 Jahren ausgewandert sind. Die müssen wir zurückholen. Und dann brauchen wir drittens auf jeden Fall natürlich auch die Überlegung, wie wir Thüringen attraktiv machen, damit die Fachkräfte, die bei uns dann ausgebildet werden, auch bei uns bleiben. Das große Problem Thürings ist, dass die Altparteien Thüringen zu einem Niedriglohnland gemacht haben. Die Menschen kommen, werden ausgebildet und ziehen dann weiter, weil das Lohngefüge woanders besser ist. Und da müssen wir rangehen. Wir müssen Thüringen attraktiv machen für die Menschen, vor allen Dingen für die Thüringer, die aus Thüringen weggegangen sind, die wir zurückhaben. Darf ich ganz kurz einhaken, weil wir auch weiter wollen so ein bisschen. Aber darf ich bei dem Fachkräftethema noch einen Fakt einwerfen, unbedingt, weil der ganz entscheidend ist. Ja. Wir haben in Thüringen mittlerweile eine Situation am Arbeitsmarkt, wo wir händeringend Fachkräfte suchen. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass 10% der Jugendlichen die Schule ohne Abschluss verlassen. Das ist etwas, wo wir einen konkreten Plan haben, kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber ausländische Fachkräfte helfen uns zum Beispiel im medizinischen Bereich gerade sehr. Jeder vierte Arzt an Kliniken in Thüringen kommt aus dem Ausland, hat einen ausländischen Pass. Mhm. Irgendwann wird der Höcke vielleicht auch mal in einem Klinikum liegen. Und wenn er dann den Knopf drückt und wenn seine Politik Wirklichkeit wird, dann kommt dann irgendwann niemand, wenn er den Knopf drückt. Und das ist die Realität. Deswegen, Fachkräfte brauchen wir, aber es braucht eine Klarheit darüber, wie wir unterwegs sind. Und die Fachkräfteanwerbung gelingt nur, wenn wir eine Offenheit haben, eine Weltoffenheit, die Thüringen ausmacht. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikalpopulistisch. Ich habe gar nichts gegen ausländische Ärzte, aber ich habe etwas gegen die Problemlage, dass wir in Deutschland eigentlich genug Mediziner ausbilden an deutschen Universitäten auf Steuerzahlerkosten und dass diese dann in Deutschland ausgebildeten Mediziner lieber in die Schweiz gehen, lieber nach England gehen, lieber nach Norwegen gehen. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass Deutschland für wirkliche Fachkräfte so unattraktiv geworden ist, auch für internationale Fachkräfte, dass die einen großen Bogen um Deutschland machen. Die wollen gar nicht nach Deutschland, weil die Steuer- und Abgabenlast so hoch ist, weil der Bürokratiewahnsinn hier über alle Grenzen aufgewuchert ist, weil dieses Land ein Land ist, in dem man nicht mehr richtig atmen kann, weil die Meinungsfreiheit eingegrenzt ist. Reden Sie das Land nicht schlecht. Deutschland ist ein großartiges Land. Die Situation, ja, Sie brauchen jetzt hier keine Luftblasen zu produzieren. Sie sind ja zuständig bzw. verantwortlich für den miserablen Zustand dieses Landes. Fragen Sie mal die Leute, ob der Zustand dieses Landes ein guter Begriff, ist. Den Herr Höcke vorhin schon mehrfach aufgeworfen hat, der in den vergangenen Wochen auch für bundesweite Diskussionen und teilweise auch für Proteste bundesweit gesorgt hat, nämlich Remigration. Die Frage geht an Sie beide. Was verbinden Sie konkret mit dem Begriff Remigration? Herr Vogt.
Also ich kann mit dem Begriff nichts anfangen. Ich habe mir Herrn Höckes Rede am 12. Dezember 2023 in Gera angeguckt. Da spricht er davon, dass 20-30% auf die Deutschland verzichten kann. Damit meint er übrigens nicht nur Ausländer, nicht nur Asylsuchende, sondern nicht angepasste Deutsche. Das heißt, Deutsche, die einen Pass haben, die sollen Deutschland verlassen. Das ist Remigration für ihn. So, und jetzt 25%, ich übersetze es mal, das ist so ungefähr ein Viertel unserer Bevölkerung. Das heißt doch nichts anderes. Wie soll es denn ablaufen? Wie weit wird denn dann im Stammbaum zurückgegangen? Wer passt denn dann nicht ins Bild? Heißt es dann 1, 2, 3 raus? Das ist doch in gewisser Weise die Philosophie, die Herr Höcke hier vertritt. Und deswegen, das ist eine absolut menschenunwürdige Vorstellung. Ich will, dass Deutsche sich hier sicher fühlen und dass sie nicht unter der AfD zwangsausgewiesen werden können. Ich habe jetzt nicht von Deportation gesprochen. Herr Höcke, was bedeutet der Begriff Remigration für Sie ganz konkret? Eventuell ist ja ein Redeabgleich und Austausch zwischen uns beiden. Herr Vogt, ich freue mich, dass Sie sich meine Rede angehört haben. Aber anscheinend haben Sie diese Passage nicht verstanden. Und ich will Ihnen das noch mal erklären. Bei den 20-30% ging es um das, was auf Thüringen und Deutschland zukommt, nämlich der Bevölkerungsrückgang in den nächsten Jahrzehnten, den wir in dieser Größenordnung leider zu verzeichnen haben werden, wegen der nicht vorhandenen, wegen der desaströsen Familienpolitik der Altparteien inklusive der CDU. Deswegen sagen wir als AfD Thüringen auch, wir brauchen eine Familienoffensive. Das Kinderkriegen in Thüringen wird unter einer AfD-Regierung nicht mehr am Geld scheitern. Darauf bezogen sich die 20-30%. Da haben wir ein großes Defizit, da haben wir ein großes Versagen der Altparteien und da müssen wir ran. Und wie gesagt, Remigration ist ein Alltagsbefund. Jeden Tag remigrieren, remigrare, lateinisch zurückwandern, migrieren Menschen zurück in ihre Heimat. Das ist ein normaler Vorgang. Aber mir geht es vor allen Dingen um die Hochqualifizierten. Sie tun das aber meistens freiwillig, Herr Höcke. Ja, mir geht es aber vor allen Dingen um die deutschen Staatsangehörigen, die im Ausland leben, weil sie aus Deutschland geflohen sind. Das ist eine ganz neue Definition. Die haben wir von Ihnen bisher noch gar nicht gehört. So. Das ist eigentlich eine alte Definition von mir. 1,5 Millionen Menschen, das muss man sich wirklich auf die Zunge zergehen lassen, sind in den letzten 30 Jahren ausgewandert, überdurchschnittlich gut qualifiziert. Die müssen wir zurückholen in unser Land, die müssen wir wieder für Deutschland begeistern. Also Sie nehmen Abstand von der Remigration derjenigen, die hier sind? Was wir ganz besonders vorantreiben. Also ich hätte Ihnen mehr Mumm zugetraut, dass Sie zu Ihren Thesen stehen. Ich zitiere jetzt einfach mal, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Aus Ihrem Buch, damit Sie mir nicht vorwerfen, dass ich Sie falsch zitiere. Seite 257 aus Ihrem Buch. Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach sind. Da geht es nicht um den demografischen Faktor. Da geht es um die Deutschen, die Ihnen nicht ins Bild passen. Das haben Sie auch nicht verstanden. Und jetzt sage ich Ihnen was ganz Simples. Es gibt viele Unterschiede, die christliche Demokraten von Ihnen als AfD-Mann unterscheiden. Aber das ist der Kernbestandteil. Der Kernbestandteil besteht darin, dass ich jeden Mensch wertschätze, dass ich ihn nicht auf ein einziges Merkmal reduziere, sei es seine Hautfarbe, sei es seine Religion, sondern ich glaube daran, dass jeder etwas kann. Das ist die Würde des Menschen unantastbar. Hier im Grundgesetz steht das drin. Und das, was Sie wollen, ist, diejenigen, die anders sind, die nicht in den Kram passen, das ist Ihre völkische These, die wollen Sie alle raus haben. Irgendwann sind es die Brillenträger. Und genau deswegen, Herr Höcke, dieser völkische Müll, der darf mein Heimatland Thüringen nicht führen. Und deswegen kämpfe ich. Lieber Herr Vogt, das ist ja schön, dass Sie meinen Halbsatz aus meinem Buch zitieren. Den hätten Sie aber nicht aufschreiben. Den hätten Sie aber nicht aufschreiben müssen. Den hätten Sie eigentlich aus dem Kopf zitieren müssen. Diese Passage ist ja eingebettet in einen Kontext. Vielleicht lesen Sie sich zumindest die Seite noch mal durch, wenn Sie auch nicht das ganze Buch lesen. Das ich Ihnen aber wirklich zur Lektüre empfehle, weil das sicherlich auch einiges noch an Hintergrundinformationen bietet. Diese Passage mit den Volksteilen, die wir verlieren, bezieht sich ja vor allen Dingen auf diejenigen, die laut schreiend durch Deutschland laufen, Plakate vor sich hertragen, wo drauf steht: Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Deutschland, verrecke. Bomber Harris, do it again. Oder die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Ich glaube, die haben wir schon. Ich glaube, die haben wir schon. Es geht darum, was ich in diesem Buch, an dieser Passage ausgedrückt habe. Lesen Sie es noch. Aber dann machen wir es nochmal ganz konkret. Das kann man nochmal ganz deutlich so sagen. Das ist ein Buch, das natürlich einen gewissen philosophischen Tiefgang hat, das keinen aktuellen Themenbezug zur Remigration. Wir kommen vom Allgemeinen mal ins Spezielle. Wir haben natürlich Ihr Buch auch in Auszügen gelesen und da ist uns aufgefallen, dass Sie zum Beispiel in Bezug auf die in Hamburg geborene SPD-Politikerin Frau Özus geschrieben haben, sie habe in Deutschland nichts verloren, weil sie jenseits der Sprache keine spezifisch deutsche Kultur erkennen wolle.
Müsste also die Bundestagsvizepräsidentin Deutschland verlassen, wenn Sie an die Macht kommen? Also ich habe, das Buch ist mittlerweile jetzt schon 6 Jahre alt. Ich habe jetzt nicht jedes, also Sie aber haben dann jetzt, distanzieren Sie sich jetzt von Ihrem eigenen Buch? Als Zitaten, oder? Ich distanziere mich von überhaupt gar nichts. Nur Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach 6 Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich, also, ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Müsste ich erst aber müsste bleiben erst Sie denn dabei, nochmal, dass Frau Özus in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özus in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal. Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen gerne. Ich würde dann soll ich gerne nochmal vorlesen. Also es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. Ich müsste dann im Originaltext dann mal nachlesen. Fragen, meine nochmal. Die Position der AfD ist doch ganz klar. Es nein. Geht, es, doch, es, Herr Göck, es geht doch. Es, die doch, AfD es geht mir jetzt wirklich genau um diese Frage. Ob Sie, finden, ob sie immer noch finden, dass Frau Özus in Deutschland nichts verloren hat. Das ist eine legitime Frage, auf die ich jetzt gerne eine Antwort hätte. Nochmal, ich habe das Zitat jetzt nicht mehr parat. Ich lese es Ihnen nochmal vor. Es ist 1:1 korrekt, Seite 180. Sie sprechen wörtlich davon, dass die in Deutschland geborene Politikerin Frau Özus in Deutschland nichts verloren hat. Welches Zitat? Das ist ein wörtliches Zitat. Sie können sich sicher sein, dass wir das... In welchem Kontext dieses Zitat steht, ist jetzt nicht klar. Okay, dann halte ich fest, Sie verweigern eine Antwort auf meine Frage. Nein, ich habe nur gesagt, in welchem Kontext dieses Zitat steht, ist für mich jetzt nicht mehr nachvollziehbar. Das ist die Antwort, die Frau, wie heißt sie nochmal? Frau Özogus. Özogus, ja. Bundestagsvizepräsidentin. Ja, man kann ja nicht alle Politiker kennen in dieser Republik, nicht wahr? Aber Sie haben geschrieben, Sie lasse jenseits der Sprache keine spezifisch deutsche Kultur erkennen. Ich glaube, das ist... Ich habe die Dame jetzt nicht mehr wirklich auf dem Schirm, aber ich glaube, sie hat sich einige Male sehr abfällig über deutsche Kultur geäußert. Kann das sein? War das vielleicht der Hintergrund? Das liegt in Ihrer Bewertung, nicht mehr wie sie sich geäußert hat. Herr Höcke, vielleicht drehen wir es andersrum und fragen einfach ganz konkret. Mit den Remigrationsplänen, nicht die neue Variante, die Sie gerade auch genannt haben, nämlich Deutsche zurückkommen, die ist durchaus spannend, können wir auch noch drüber sprechen, sondern die, für die die AfD bislang bekannt ist und die Sie ja durchaus auch in diesem Buch ein paar Mal erwähnt haben, nicht nur dort. Ganz konkret, jemand, der einen Migrationshintergrund hat, aber mittlerweile seit möglicherweise vielen Jahren einen deutschen Pass, deutsche Staatsangehörigkeit hat, zu Hause aber bosnische Musik und bosnisches Essen genießt, darf der bleiben oder muss der gehen? Nein, der darf bleiben. Wir haben das auch niemals in Abrede gestellt. Es geht darum, dass die Illegalen im Lande, dass wir die versuchen, möglichst mit Anreizen, natürlich, mit Anreizen, mit Sozialstaat, Anreizen dazu zu bewegen, Deutschland wieder zu verlassen. Aber der Rechtsstaat, das ist doch absurd. Sie reden auf AfD-Parteitag anders als hier. Natürlich müssen wir auch Abschiebungen forcieren. Selbstverständlich, das ist eine Position von Leuten mit deutschem Pass. Sie verdrehen mir das Wort im Mund. Das haben wir niemals gesagt. Naja, das haben Sie indirekt gesagt, indem Sie und Ihre Parteikollegen von millionenfacher Remigration sprechen. Und nach unserem Kenntnisstand liegt die Gesamtzahl der Ausländer ohne jeden Aufenthaltstitel gerade bei 500.000. Also wie kommen Sie auf Millionen? Erklären Sie uns das. Die millionenfache Remigration ist ein Faktum über die Jahre. Sie müssen ja das Ganze im Jahresverlauf sehen. Das heißt 5, 10, 20 Jahre. Wir haben ja jetzt schon eine Zuwanderung und eine Abwanderung über mehrere hunderttausend Menschen im Jahr. Wenn Sie das aussummieren, sind Sie ja schon bei millionenfacher Remigration. Nochmal, kontaminieren Sie doch das Wort der Remigration noch nicht so. Remigration ist ein wissenschaftlicher Begriff. Meines Wissens gibt es auch in einigen Städten sogenannte Remigrationsbeauftragte, die helfen den Menschen, in ihre Heimat zurückzukehren und dort ein neues Leben aufzubauen. Wo ist das Problem? Und natürlich muss ein Staat, wenn er ein Rechtsstaat ist, auch die Möglichkeit haben, illegal Lebende abzuschieben. Natürlich, und das wollen wir. Aber das ist doch unstrittig. Die CDU macht es doch nicht. Absurd. Gucken Sie doch bitte in Ihre Bundesländer. Da wird doch in minimalen Umfängen nur abgeschoben, Kollege Vogt. Also ich bitte Sie, wir können das ja gerne mal überprüfen, wo Sie Ihren Ministerpräsidenten haben und wie stark dort abgeschoben wird. Also gucken Sie einfach nur zu Ihrem einzigen Landrat, den Sie haben. Der hat bisher noch nichts hingekriegt. Ihre großen Wortspalten und dieses Rumgeeiere, das finde ich bemerkenswert. Ich hätte wenigstens erwartet, dass Sie heute den Mumm haben, zu Ihren Thesen zu stehen. Anders reden als auf Ihren Parteitagen, das zeigt mir doch nur eines, dass Sie nicht zu der Konsequenz stehen, die Sie eigentlich wollen. Sie wollen Leute, die nicht in Ihren Kram passen, die einen deutschen Pass haben. Und ich habe mir Ihre Passage en Detail angehört, 12. Dezember 2023. Da geht es um das Thema doppelte Staatsbürgerschaft. Und Sie sagen, ja, diejenigen, die den Pass haben, die müssen sich entscheiden. Und dann gehen sie halt raus. Und 20-30%, auf die können wir verzichten. Das ist ein ganz anderes Thema, der Doppelpass. Nein. Entschuldigen Sie bitte. Sie haben über Remigration von 20-30%
von Deutschen geredet. Und das, was Sie auf Ihrem Nazi-Schloss da in Schnellroda diskutieren mit Ihrem Spiritus Rector, das ist einfach die große Gefährlichkeit, jetzt dass da eben Sellner und andere ein- und ausgehen, die klipp und klar sagen, dass es um Asylsuchende geht, um Leute, die Deutscher sind, aber eben nicht angepasst und die auch gleichzeitig sagen, dass sie Leute, die hier nicht ihnen in den Kram passen, abgeschoben werden sollen. Und da geht es um Deutsche. Und das finde ich im Kern das Verwerfliche. Sie können andere Haltung haben in Wirtschaftspolitik. Sie könnten in der Sozialpolitik andere Haltung haben. Aber stehen Sie doch bitte schön zu dem, was Sie auf Ihren Parteitagen äußern. Sie riskieren jetzt hier die große Lippe. Ihre Partei ist hauptverantwortlich dafür, dass wir in eine Migrationskrise hineingegangen sind, wie wir sie in diesem Land niemals erlebt haben. Wir haben die Zahlen 2019, 2020 so weit runtergebracht, das EU-Türkei-Abkommen war genau der entscheidende Punkt, dass eben nicht mehr die Leute gekommen sind. Ich sage Ihnen eins, Herr Vogt. Die Zahlen für Asylsuchende haben sich in den letzten 3 Jahren verdreifacht. Das können Sie doch nachschauen. Bitte bleiben Sie doch bei den Fakten. Was war 2015, was war 2016, was war 2017? Gucken Sie sich bitte die Zahlen an. Die lagen damals noch höher als jetzt unter einer CDU-Kanzlerin. Okay. Sie haben den Schaden angerichtet. Sie lösen Deutschland mit dieser Migrationspolitik auf wie ein Stück Seife und dann Wir räumen auf, Herr Höcke, und Sie reden nur. Sie räumen auf, Sie verursachen Schaden und bieten sich danach. Machen wir auch hier einen Schnitt, um in der Zeit zu bleiben, und machen gerne mit dem nächsten Thema weiter. Wir diskutieren heute nicht an irgendeinem Tag. Es ist der 11. April, der Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager von Buchenwald und Mittelbau Dora. Deswegen die Frage an Sie beide. Welche Bedeutung hat dieser Gedenktag für Sie persönlich, Herr Vogt? Mein Heimatort Zimritz ist ein kleines Dorf in Thüringen, ist ungefähr 30 Kilometer Luftlinie von Buchenwald. In der Ferne kann man den Glockenturm von Buchenwald sehen. Ich bin dort als Kind mit dem Schulbus jeden Tag vorbeigefahren. Jeden Tag. Ich bin jetzt am Sonntag auch bei der Gedenkfeier wieder anwesend. Bei einer Gedenkfeier, wo Herr Höcke nicht eingeladen ist. Und quasi Hausverbot hat. Und ich finde, jemand, der im KZ Buchenwald Hausverbot hat, der darf nicht Thüringer Ministerpräsident werden. Und deswegen ist auch der richtige Tag, heute darüber zu diskutieren. Herr Höcke, auch an Sie die Frage, also welche die Stiftung Bedeutung Buchenwald hat entscheidet Tag für darüber, Sie? Wer in Thüringen Ministerpräsident wird. Sie haben ein Demokratieverständnis. Nee, Kollege Vogt, das entscheidet der immer Wähler noch der Thüringer Souverän. Warten wir mal ab, was der 1.9. bringt. Dann kommen wir zurück bitte auf die Frage, die ich Ihnen beide. Wirkt ja fast so, Ihre nachdenkliche Antwort, wirkt ja fast so, als hätten Sie Herr die Frage Höcke, im Vorfeld. Herr Höcke, ganz kurz die Frage, die ich Ihnen beide gestellt habe. Was bedeutet dieser Gedenktag heute für Sie persönlich? Das ist meine Frage. Genau. Es ist ein wichtiger Erinnerungstag und ich persönlich würde gerne, auch mit meinen Kollegen aus der Landtagsfraktion, diesen Gedenktag auch im ehemaligen KZ Buchenwald begehen. Nur, wir haben seit Jahren Hausverbot. Eine demokratisch gewählte Partei, die mit 23,4% 2019 im Thüringer Landtag gewählt worden ist, wird systematisch vor der Tür gelassen, wird systematisch ausgeschlossen. Und das ist ein unerträglicher Zustand. Und vielleicht, ich denke auch nicht, dass das... Herr Höcke, das hat ja, da möchte ich einmal dazwischen fragen. Das hat ja Gründe, warum Sie da nicht eingeladen sind. Sie haben ja unter anderem von dem Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande gesprochen und eine erinnerungspolitische 180-Grad-Wende gefordert. Halten Sie denn die Gedenkstätte in Buchenwald auch für ein Denkmal der Schande? Also Rudolf Augstein hat ja denselben Ausdruck verwendet. Und ich frage Sie nochmal, weil ich so oft missverstanden worden bin, obwohl ich das jetzt in den letzten 7 Jahren, und die Rede, die Sie jetzt zitieren, ist, glaube ich, schon 7 Jahre her, es war 2017, wenn ich mich recht erinnere. Genau so, 17. Januar. Genau, so. Weil ich so oft schon missverstanden worden bin, obwohl ich das schon so oft erklärt habe, auch Journalisten gegenüber. Der Holocaust war eine Schande. Das stellt niemand in Abrede. Das war ein Zivilisationsbruch. Das stellt niemand in Abrede. Ja? Und die 180-Grad-Wende der Gedenkpolitik, die kann ich Ihnen auch erklären. Es ging mir darum, deutlich zu machen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Deutschland auf einem entgegengesetzten Weg unterwegs ist als die anderen Länder dieser Welt. Ich halte es für bedeutsam, wenn wir als Deutsche eine Zukunft haben wollen, wenn wir uns eine Zukunft erhalten wollen, dass wir eine positive Identität aufbauen. Mit einer negativen Identität kann man die Zukunft nicht gewinnen. Davon bin ich überzeugt und davon ist auch meine Partei überzeugt. Das heißt, wir wollen grundsätzlich die Lichtseiten der deutschen Geschichte in den Mittelpunkt der Erinnerungspolitik rücken. Das heißt aber nicht, dass wir die Schattenseiten, die Schrecken der Nazizeit beispielsweise,
hinten runterfallen lassen wollen. Wir müssen auch das in Erinnerung behalten. Wir müssen auch weiterhin daran beständig lernen. Aber nochmal, das Positive muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Ohne einen natürlichen, vitalen Patriotismus, der auf einer gesunden Identität fußt, werden wir als Deutsche keine Zukunft haben. Und das ist das, was ich... Aber warum schließt denn ein lebendiger Patriotismus eine gesunde Gedenkkultur aus? Ich verstehe den Gegensatz nicht. Ich habe doch gerade von einer gesunden Gedenkkultur gesprochen. Ich habe darauf hingewiesen, dass andere Länder eine andere Gedenkkultur haben. Ja, andere Länder haben auch nicht 6 Millionen Juden ermordet. Ja, gut, wir müssen jetzt nicht in eine historische Diskussion. Wir sind hier als Politiker. Deswegen sind wir ja hier. Wir haben vorher gesprochen, dass wir über Erinnerungspolitik sprechen. Das war vereinbart, deswegen sprechen wir auch darüber. Eine vitale Erinnerungskultur, eine vitale Gedenkkultur, die fußt in erster Linie darauf, dass man sich der großen Wohltäter, dass man sich der genialen Menschen des eigenen Volkes, die die Menschheit auch im Ganzen vorangebracht haben, erinnert. Das muss im Zentrum der Erinnerung stehen. Das heißt aber nicht, dass das Schlechte, dass das Schlimme, dass das Schreckliche, das wir zu beklagen haben, hinten runterfallen soll. Das muss auch erinnert werden. Aber das Positive muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Und ich denke, anders geht es auch nicht, wenn wir eine gesunde Identität ausprägen wollen. Man hat so das Gefühl, die Deutschen sind mit sich selbst uneins. Sie sind im Unreinen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Deutschen sich wieder mit sich selbst befreunden müssen. Wir müssen uns wieder mit uns selbst befreunden. Wir brauchen wieder dieses positive Gefühl zu uns selbst. Und da brauchen wir eben einen. Herr Vogt, was entdecken Sie in den Worten von Herrn Höcke? Ich bin Thüringer, das ist meine Heimat. So, und wir sind das Land der Dichter und Denker. Bei uns hat Bach die Fuge entwickelt. Das sind alles Dinge, die uns groß gemacht haben. Goethe und Schiller, die deutsche Sprache ist auf der Wartburg durch die Bibelübersetzung von Luther geschehen. Das ist unsere geschichtliche Identität. Da können wir stolz drauf sein. Genauso stolz können wir im Sommer darauf sein, dass hoffentlich die deutsche Nationalmannschaft den Titel nach Hause holt. Und das ist ein Patriotismus, den ich mag. Ich liebe mein Land, aber ich hasse keine anderen. So, und ich finde, wenn Sie nicht im Buchenwald eingeladen sind, dann hat das eben auch Gründe. So, und ich habe mir das Zitat noch mal rausgesucht. Sie haben im Wall Street Journal im März 2017 einen ziemlich bemerkenswerten Satz gesagt. Das große Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird. So, und das sind Ihre Worte. So, und da wundern Sie sich, dass Sie an einem Ort, wo 56.000 Leute ermordet worden sind, keinen Zutritt haben? Das zeigt mir doch, dass Sie ein sehr verschrobenes Bild haben. Weil wir Deutschen, wir haben einen modernen Patriotismus. Wir haben ein konservatives Bild von unserem Land. Aber wir haben eine hoffnungsfrohe Idee davon, jeder, der daran mitwirken will, dieses Bild zu zeichnen, der ist uns herzlich willkommen. Aber dieses Angst und Gift verstreuen, das ärgert die Menschen. Und ich glaube, gerade in Thüringen ist das lebhaft, wenn Sie am Wochenende eine Bratwurst essen, ein Bier trinken und da auch das Rennsteiglied singen. Das ist das, was die Leute wollen. Aber die wollen nicht Ihre verquasten geschichtsphilosophischen Ausführungen, die am Ende offensichtlich ins Nirgendwo führen. Herr Höcke, das kann ja nicht unwidersprochen bleiben. Kollege Vogt, ich finde es unterirdisch, wenn Sie mir unterstellen, ich wäre ein Mensch, der hasst. Der Hass als Gefühl ist mir völlig unbekannt. Ich war 15 Jahre Lehrer. Ich war viele Jahre Vertrauenslehrer. Vertrauenslehrer werden Sie nur, wenn Sie ein großes Herz haben, wenn Sie eine große Empathiefähigkeit haben. Ich habe 4 Kinder mit Liebe erzogen, sind prächtige Menschen geworden. Hass liegt mir völlig fern. Es ist unfassbar, was Sie glauben, was ich bin. Es ist unfassbar. Herr Höcke, Empathiefähigkeit ist ein gutes Stichwort, denn Sie haben ja vorhin den Holocaust als Schande bezeichnet. Das haben Sie vorhin getan. Warum verwenden Sie dann in öffentlichen Reden die SA-Parole, die ich jetzt wörtlich zitiere, alles für Deutschland? Ich habe gerade schon daran erinnert, dass wir in Deutschland Menschen haben, die fordern, Deutschland verrecke. Nie wieder Deutschland, Bomber Harris, do it again. Und die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Das ist in Deutschland nicht strafbar. Wenn aber ein Politiker im Rahmen einer Wahlkampfrede, das war, glaube ich, 2021 in Sachsen-Anhalt, bei den Parteifreunden. Und das Wahlkampfmotto lautete, alles für unsere Heimat. In einer freien Rede, am Ende seiner freien Rede, letztlich America First von Donald Trump frei interpretierend und ins Deutsche übertragen, durchdekliniert, alles für unsere Heimat, das Wahlkampfmotto, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Dürr. Und ich sage jetzt alles für Dürr,
weil allein die Nennung des Wortes Deutschland mir wahrscheinlich schon wieder den nächsten Prozess einbringen würde. So weit sind wir mittlerweile gekommen in Deutschland. Nee, so weit sind so wir nicht gekommen. Aber das ist Recht, in Deutschland wollen Sie damit nein, sagen, mal, ja, jeder, also, aber jeder, da muss ich einmal nachhaken. Jeder Bürger draußen weiß, dass das keine NS-Parole ist. Aber Sie Ludwig II. Von Bayern, also, nein, ich wusste Sie wussten es nicht. Ludwig, dass, der, die, dass alles für Deutschland eine NSA-Parole ist? Also mit Verlaub. Wussten Sie es nicht? Ich frage Sie. Sie wussten nicht, als Sie diese Rede gehalten haben, dass alles für Deutschland eine NSA-Parole ist? Ludwig II. Von Bayern bis Franz Beckenbauer haben diese Parole benutzt. Die Telekom hat mit dieser Parole Werbung gemacht. Diese Parole stand noch bis vor wenigen Jahren als Inschrift an einem Feuerwehrhaus in Brandenburg. Nein, ich wusste es nicht. Es ist einer in aller Weltsatz, mit dem man sein... Nein, es ist kein aller Weltsatz. Es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höckel. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höckel. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Und kann doch es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer. Es ist ein Allerweltsspruch. Jeder Mensch draußen weiß, dass das ein Allerweltsspruch ist. Ich hatte nachdem angekündigt worden ist, dass mir dafür tatsächlich der Prozess gemacht wurde, habe ich ganz viele Zuschriften gekriegt von Menschen, die wahrscheinlich noch gebildeter und noch klüger sind und intelligenter als ich. Die haben mir reihenweise gesagt, Höcke, Björn, das wusste ich tatsächlich nicht, dass diese Losung, diese Allerweltsfloskel, alles für Dürr, verboten ist. Und nochmal, dieser ganze Aber Sie haben es ja mehrfach gesagt, Herr Höcke, und es ist laut Strafrecht einfach verboten. Es ist verboten. Es ist Paragraph 86a des Strafgesetzbuches, Herr Höcke. Und Sie haben es einmal verwendet und dann in einer weiteren Veranstaltung. Wir könnten es einspielen, wenn Sie wollen. Passen Sie auf, das ist doch ganz entscheidend. Sollen Sie sich einspielen? Sie brauchen sich einspielen, weil der Sachverhalt ja unterkomplex ist. Ich habe es in einer Wahlkampfrede in diesem Dreiklang, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutsch, so ausgesprochen, weil ich es nicht wusste. Und dann habe ich in einer Rede in Gera diese Absurdität, dass man über Deutschland alles Mögliche Böse und Schäbige und Ehrverletzende sagen kann. Aber wenn man als Patriot in der bedrängten Lage, in der dieses Land ist, fordert, alles für dieses Land zu geben, analog America First, dass man dann dafür vor Gericht steht, dann habe ich nochmal diese Losung, diese Abschlusskundgebung durchdekliniert, ohne Deutschland zu sagen, und einige aus dem Publikum sagten dann das Wort Deutschland. So, und das hat nichts damit zu tun, dass ich diese Losung... Sie stellen sich doch über das Gesetz damit. Sie stellen sich doch über das Gesetz. Man hat doch das Recht, sich zu erklären. Gerade wenn man angeklagt wird, gucken Sie bitte in die entsprechenden Gesetze. Man hat das Recht, sich doch auch zu erklären. Selbstverständlich. Es kann doch nicht sein, dass wenn ich wegen irgendetwas angeklagt werde, ich mich nicht in der Öffentlichkeit erklären kann. Und so dadurch schon reduziert bin in meiner Wirkmöglichkeit als Oppositionspolitiker. Und nochmal, das möchte ich an der Stelle auch sagen. Das Strafrecht, das wir im Augenblick haben, wird immer mehr zur Einschränkung der Meinungsfreiheit benutzt. Die Opposition wird allmählich unmöglich gemacht und eine starke Opposition ist der wirksamste Schutz für eine Demokratie. Empfinden Sie sich, Herr Vogt, in der Opposition durch das Recht und Gesetz, wie wir es hier haben, in irgendeiner Form eingeschränkt? Wir leben in einem Rechtsstaat. Viele Menschen haben den Eindruck, man kann nicht immer alles sagen, was man denkt. Deswegen müssen wir auch für freie Meinungsäußerung kämpfen. Das machen wir unter anderem heute auch hier. Und wenn sich jemand versucht, da als Opfer zu generieren, Herr Höcke steht doch heute hier und kann seine Positionen erläutern. Also insofern sollte er da mehr Souveränität zeigen. Ein Rechtsstaat bedeutet, dass man eben auch überprüfen kann, wenn man sich zu Unrecht tituliert fühlt, behandelt fühlt, wenn einen der Verfassungsschutz beobachtet, dann ist das wehrhafte Demokratie und man kann dagegen rechtlich vorgehen. Herr Höcke ist schon mal unterlegen. Im Namen des deutschen Volkes wurde über ihn geurteilt. Und diese Titulierung zeigt doch letztlich, wir sind in einem funktionierenden System. Dass das nicht immer jemanden schmeckt, kann ich nachvollziehen. Aber jetzt überlegen wir uns mal eines. Wie viele Länder auf dieser Welt gibt es, unter anderem eben auch Russland, wo sich Leute wie Nawalny oder andere gewünscht hätten, sie hätten ein funktionierendes Rechtssystem. Und deswegen kann ich nur eines sagen. Wir sind die Partei des Rechtsstaates und Recht und Ordnung. Und desavouieren Sie das nicht, gehen Sie in Ihrem Verfahren, das wird ein deutsches Gericht behandeln
Und da können Sie Ihre Argumente vortragen. Aber bitte weinen Sie jetzt hier nicht. Julian Assange würde sich sicherlich auch über mehr Rechtsstaatlichkeit freuen. Der Herr Höcke, lassen Sie uns ruhig Julian weitermachen. Assange. Uns läuft aber jetzt in der Tat, ich verstehe, also, dass Sie aufgebracht sind. Sie haben sich aber auch schon ausführlich äußern dürfen. Es ist ein wichtiges Thema. 60% der Deutschen sagen, man kann in Deutschland seine Meinung nicht mehr veräußern. Das hat ja nichts mit Meinung. Eine SA-Parole hat nach meiner Auffassung nichts mit Meinung. Alles in Deutschland ist nachweislich eine SA-Parole. Und eine Zentrumsparole. Es kommt auf den Kontext an. Der nicht da war. 60% der Deutschen sagen, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht mehr gegeben ist. Okay. Ohne Meinungsfreiheit ist Demokratie nichts. Aber Herr Höcke, Sie stehen hier in einem Fernsehstudio und können Ihre Meinung äußern. Alle Recht in einer Demokratie. Ohne Meinungsfreiheit kann Demokratie nicht gedacht werden. Aber Sie stehen deswegen in einem Studio und können Ihre Meinung äußern gerade. Herr Höcke, ja, also aber Sie fallen mir nun auch ständig ins Wort und ich habe auch nur wenig Zeit. Darf ich kurz mal referieren? Glücklicherweise, machen wir hier einen Punkt, glücklicherweise leben wir in einem Rechtsstaat. Sie stehen nächste Woche in Halle vor Gericht und es ist dann an einem deutschen Richter zu entscheiden, was aus dieser Äußerung wird und ob es bestraft wird oder nicht. Wir schauen auf den nächsten Punkt und da geht es ganz kurz noch, aber wir wollen es einfach auch mal angesprochen haben, Antisemitismus. Seit dem 7.10., das ist dieser furchtbare Überfall der Terroristen der Hamas auf die Kibbuzim entlang des Gazastreifens gewesen, nur noch mal als Kontext für die Menschen, die das vielleicht nicht so parat haben, das Datum 7.10., zeigt sich weltweit, aber auch hier ausgerechnet bei uns in Deutschland auf den Straßen, ein unfassbarer Antisemitismus. Da sind Dämme buchstäblich gebrochen so ein bisschen. Was müssen wir dem gerade eben auch vor der ja schon häufig jetzt erwähnten deutschen Geschichte entgegensetzen, Herr Vogt? Ja, zuerst einmal müssen diejenigen, die antisemitisch unterwegs sind und die solche Flaggen zeigen, die Israel soll sterben, die müssen einfach, wenn sie in, sag mal, hier kein Bleibestaat oder wenn sie kein Aufenthaltsrecht oder sollten kein Aufenthaltsrecht mehr hier haben, das ist, glaube ich, Punkt Nummer eins. Also ich finde, dieser Antisemitismus, der ist unerträglich. Ich bin selber Gründungsmitglied im Thüringer Landtag des Freundeskreises Israel. Mir ist das ein wichtiges Anliegen. Und genau aus diesem Grund sage ich Ihnen aber auch, dass wir klarstellen müssen, dass das Selbstverteidigungsrecht des Staates Israel auch deutsche Staatsräson ist. Das ist Kernbestandteil dessen, was unsere Überzeugung ist. Ich bin Christ. So, und der jüdische Glaube, der christliche Glaube sind eng miteinander verbunden. Und deswegen müssen wir alles tun. Deutschland hat ein waches Auge darauf zu halten. Wir müssen mit der vollen Härte vorgehen. Und deswegen ist mir dieses Thema illegale Einwanderung auch so wichtig, dass wir dort eine Null-Toleranz-Strategie fahren. Das ist ein ganz zentrales Problem. Und das Zweite ist, dass es natürlich auch darum geht, Aufklärung darüber zu betreiben, wie geschichtlich wir verwoben sind. Mit dem nötigen Reflexionsfähigkeit, aber immer mit der Offenheit, dass wir als Deutsche auf Israel aufpassen. Herr Höcke, ja. Sie haben jetzt viel genickt, Ihre Replik. Ja, weil ich grundsätzlich die Position, was den Kampf gegen Antisemitismus teile, durchaus bei Kollegen Vogt bin. Aber auch da müssen wir da fragen, wo sind die Ursachen für den Antisemitismus in Deutschland? Ich sehe keinen Antisemitismus ausgeprägten Maßes bei der ursprünglichen deutschen Bevölkerung. Auch wieder ein Problem, dass wir uns mit Migration ins Land geholt haben. Die millionenfache Einwanderung aus dem islamischen Kontext, die Islamisierung Deutschlands und Europas. Aber wie meinen Sie das? Sie sehen das nicht wieder. Aber eine kurze Zwischenfrage. Gibt es keine deutschen Neonazis in Deutschland? Es gibt auch deutsche Neonazis, es gibt auch deutschen Antisemitismus. Aber der ist klein im Verhältnis zu dem, was leider die Menschen nach Deutschland gebracht haben. Und gucken Sie nach Frankreich. Mittlerweile fliehen Juden aus Frankreich, weil der Antisemitismus dort so groß geworden ist, nicht durch die autochthonen Franzosen, sondern durch die zugewanderten Menschen islamischen Glaubens, dass sie ihre Heimat verlassen und nach Israel gehen. Das sind schlimme Befunde und da müssen wir mit aller Härte dagegen gehen. Wie genau? Reiß die Maus keinen Faden ab, indem wir vor allen Dingen die Einwanderung erstmal aus dem islamischen Kulturkreis beenden. Wir dürfen nicht mehr Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland grundsätzlich, es mag Einzelfälle geben, aber grundsätzlich aufnehmen. Ich halte das für eine große Gefahr, auch für den Bestand unseres demokratischen Rechtsstaates. Und verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Sie stellen Millionen Muslime unter Generalverdacht, Herr Höcke. Das wusste ich, dass das kommt. Ja, klar. Nochmal. Ich bin kein Feind des Islams. Ich bin überhaupt gar kein keinermanns Feind. Der Islam ist eine alte Religion. Der Islam hat einen Kulturraum, wo er sich auch entfalten kann. Und da möchte ich ihm auch nicht reinreden. Aber dieser Kulturraum kann nicht Europa sein. Und ich kenne kein Land in der Welt mit einer islamischen Mehrheitsgesellschaft, wo es demokratische Rechtsstaatlichkeit nach europäischem Standard gibt. Deswegen möchte ich nicht mehr islamische Zuwanderung haben. Und das stellt auch nicht in Abrede, dass es prima Menschen islamischen Glaubens gibt, die voll integriert sind, die voll auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Aber die Masse und einfach die Gefährlichkeit dieser unkontrollierten Einwanderung,
der müssen wir entschieden begegnen. Sonst kippt dieses Land und kippt auch unser demokratischer Rechtsstaat. Einmal der Hinweis, Herr Höcke, weil Sie sich vorhin etwas benachteiligt fühlen, was die Redeanteile angeht. Wir haben mal auf die Uhr geguckt. Sie haben deutlich mehr geredet bisher als Herr Vogt. Das nur so als kleiner Zwischenstand. Es kommt einem immer anders vor selber. Kommen wir zum nächsten Thema. In der Tat, wir wollen schauen natürlich auch noch auf ein weiteres Thema, was, glaube ich, in den östlichen Bundesländern ein bisschen anders gesehen wird in weiten Teilen als in den westlichen. Der Konflikt Russland-Ukraine, der Angriffskrieg der russische auf die Ukraine. Und was durchaus ja interessant ist und für viele auch nicht nachvollziehbar, so ein bisschen ist diese, ich will es gar nicht Russland-Freundlichkeit nennen, aber doch ein größeres Verständnis für offenbar das Agieren Russlands, für das Agieren Putins, als ich das eher im Westen wahrnehme. Ich war jetzt auch gerade 3 Wochen in Thüringen unterwegs. Ich kann mir da schon so ein bisschen auch... Hat Ihnen gefallen? Mein Vater lebt dort, ich bin da sehr häufig. Insofern, wir sind ja fast unter uns. Ich kann da nicht mithalten, ich bin Sauerländer. Ich nehme dich mit beim nächsten Mal. Mich würde einfach interessieren, wie Ihre Haltung da im Moment zu ist. Haben Sie auch ähnlich das Gefühl, dass man mehr auf Russland zugehen müsste in diesen Tagen, in diesen Wochen? Wo stehen Sie da? An dem Haus meiner Großeltern ging die Panzerstraße vorbei. Die Russen zu DDR-Zeiten haben die Panzer immer von ihren unterschiedlichen Garnisonen von A nach B gefahren. Und das ging unmittelbar vorbei. Sind sie mit ihren T-54 da lang gefahren. Manchmal ist die Kette gebrochen und da habe ich da einen Eimer Wasser hingebracht, weil die total durstig waren. Das waren wirklich arme, junge Soldaten. Die waren wirklich arm dran mit ihren Filzstiefeln, mit ihrer Wattejacke. Und wenn ich heute die Bilder sehe, und gerade heute aktuell hier der Angriff in Kharkiv, wenn ich die Bilder in der Ukraine sehe, wenn ich sie in Russland sehe, dann denke ich genau an diese Leute. Weil egal, ob die jetzt auf der russischen, auf der ukrainischen Seite stehen, die sind beide geiselhaft eines irren Aggressors, Putins. Und diese Reibung, die spüren viele Leute in den neuen Bundesländern im Osten, in Thüringen. Und genau deswegen ist es umso wichtiger, dass man das im Blick hat. Aber das heißt natürlich auch, dass man Farbe bekennt. Farbe bekennen heißt, dass natürlich die Ukraine sich verteidigen muss. Weil das ist das Entscheidende. Sie ist Teil unseres europäischen Kulturraums. Es gibt den Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Der Spruch geht aber noch weiter. Dann kommt der Krieg zu dir. Und genau deswegen werbe ich für diplomatischen Druck, um Frieden zu erreichen. Aber ich werbe eben auch dafür, dass wir die Konsequenzen sehen. Wenn Putin in der Ukraine gewinnt, dann wird er genau das machen, was er in Russland jetzt eh schon macht. Gräueltaten, Leute umbringen, tausende Tote, Millionen Flüchtlinge. Es gibt Schätzungen, dass ungefähr 10 Millionen Ukrainer dann fliehen werden. 4 Millionen wahrscheinlich dann nach Deutschland. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir besonnen für dauerhaften Frieden uns einsetzen und die Ukraine verteidigungsfähig halten. Sie haben gerade gesagt, die Ukraine muss verteidigungsfähig bleiben. Präsident Zelensky hat vorgestern hier bei Welt TV im Interview mit meinem Kollegen Paul Ronsheimer dem Westen vorgeworfen, die Waffen zu verweigern, die sein Land zum Überleben ganz dringend braucht. Deswegen die Frage an Sie beide nochmal. Sollte Deutschland mehr oder weniger Waffen an die Ukraine liefern? Herr Höcke. Die Bilder, die uns erreichen von der Front, sind unerträglich. Hunderttausende junge Männer. Russen und Ukrainer sind in den letzten 2 Jahren dort verblutet. Junge Männer, die keine Familien gründen konnten, die kein Leben weitergeben konnten. Das macht mich sprachlos und fassungslos. Und meine Großeltern haben mir noch erzählt, was Krieg ist. Und deswegen sage ich, dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Und zwar um jeden Preis. Wir brauchen meine Frage einen Waffenstillstand an der Ich hatte nur nach Waffenlieferungen gefragt. Sollte Deutschland mehr oder weniger Waffen an die Ukraine? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch mit der Kriegsrhetorik der CDU nicht wirklich weiterkommen. Die Äußerungen von Herrn Kiesewetter sind unerträglich. Wir brauchen keine Eskalation in diesem Krieg, sondern wir brauchen jetzt Deutschland als Friedensmacht. Deutschland muss seine Brückenfunktion zwischen Ost und West ausspielen, muss zu Friedensgesprächen einladen. Das heißt, keine Waffen. Wer Waffen liefert, der will keinen Frieden, der will den Krieg. Herr Höcke? Deswegen müssen wir aufhören mit dem Schlachten und müssen jetzt in Gespräche gehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in diese Gespräche gehen könnten. Dass diese Gespräche anberaumt werden könnten. Wir hatten ja schon Gespräche kurz nach Ausbruch des Krieges in Istanbul. Das ist Ihnen sicherlich bekannt. Die Friedensverhandlungen waren damals schon relativ weit gediehen, sind dann abgebrochen worden. Ich will jetzt nicht spekulieren, warum, weshalb und wieso.
Leider sind in der Zwischenzeit schon wieder viele hunderttausend junge Männer gestorben. Das Schlachten muss sofort ein Ende haben. Herr Höcke, Sie haben selber gesagt, Sie waren Vertrauenslehrer. Vertrauen ist also eine wichtige Sache. Absolut. Wo sollen die Ukrainer das Vertrauen hernehmen? Gesetzt den Fall, Selenskyj erklärt sich bereit, ich setze mich mit Putin nochmal an einen Tisch, was er nicht machen wird, glaube ich. Aber er setzt sich mit ihnen an einen Tisch. Nach all dem, was passiert ist, nach all dem, was die Russen dem ukrainischen Volk angetan haben, wo soll das Vertrauen von ukrainischer Seite herkommen, zu glauben, dass Putin, selbst wenn er ein Dokument unterschreibt, sich daran hält? Ich kenne Wladimir Putin nicht persönlich. Ich kann also keine Einschätzung geben. Ist das ein Mann, der... Aber wir erleben ihn ja seit... Ja, das, über 20 also Jahren. Mit Verlaub, das Schwarz-Weiß-Malen dieses Konfliktes in den deutschen Medien ist auch nicht unbedingt dazu angetan, diesen Mann zu erhellen, für mich jedenfalls zu erhellen. Ich denke aber, dass Wladimir Putin die Kräfteverhältnisse zwischen der Russischen Föderation und der NATO sehr gut einschätzen kann. Russland ist weit unterlegen, sowohl was die Menschen angeht, was die Waffentechnologie angeht, auch was, was das Militärbudget angeht. Die NATO hat über 1 Billion Euro Wehretat. Die Russen sind, glaube ich, bei 85 Milliarden. Das heißt, Putin weiß auch, außerdem hat er den Druck der Chinesen aus dem Osten, er hat den Druck des Islam aus dem Süden. Russland ist auch ein bedrängtes Land und ich glaube, Russland will Frieden. Und ich glaube, dass Putin trotz dem, was man über ihn ausführt, ein rationaler Mann ist, der auch erkennt, wann es genug ist und wann Frieden geschlossen werden muss. Ich glaube, wenn man mit entsprechenden Persönlichkeiten dort aufschlagen würde und Friedensgespräche beginnen würde, dann könnte man was erreichen. Man sollte es zumindest versuchen. Wir müssen es versuchen, und zwar so schnell wie möglich. Herr Vogt, die 3/4 der Bevölkerung in Thüringen seien gegen weitere Waffenlieferungen, haben Sie gesagt. Denn, so wörtlich, ich zitiere Sie da, der Großteil der Leute hat keinen Bock mehr, der verlängerte Arm der Amerikaner zu sein. Geben Sie den Leuten recht, die sowas sagen? Ich will Thüringer Ministerpräsident werden und die Mehrheit der Thüringer denkt so. Und das respektiere ich, das ist wichtig. Ich habe Ihnen meine Position heute hier geschildert. Ich glaube, dass wir in dem Konflikt das Gleiche erleben, was wir 2015 schon erlebt haben. Sie können vieles verantwortlich machen. Die CDU hat auch nicht immer alles richtig gemacht. Es sind auch Fehler gemacht worden. Aber 2015, diese Asylsituation, die ist doch durch Putin geschaffen worden, weil er an der Seite von Assad Giftwaffen eingesetzt hat. Das ist die Situation. Und dasselbe macht er jetzt auch. Warum hat denn Finnland die Grenze zugemacht? Weil er versucht hat, Flüchtlinge dort lang zu schicken. Und dieselbe Situation überrennt uns gerade. Und wir sind doch in einem Systemkonflikt. Autoritäre Regime, China, Russland gegen die demokratische Welt. So, und jetzt, wenn man sich das Europawahlprogramm der AfD anschaut, was wollen die? Die wollen raus aus der NATO, das Sicherheitsbündnis, das uns 70 Jahre mit beschützt hat. Und auf der anderen Seite ist da der Vorschlag, wir wollen in so eine Shanghai-Organisation, wer ist denn da drin? China, Russland, der Iran und Pakistan. Also wenn das unsere neuen Verbündeten sind, dann glaube ich, ist die Position von Deutschland viel, viel schwächer. Und genau aus dem Grund ist es wichtig, was ich auch gesagt habe, Ukraine in der Verteidigungsfähigkeit stärken, gleichzeitig den Druck erhöhen, weil so wie Sie sagen, Frau Ohm, derjenige, der belogen wird, dem vertraut man nicht mehr. Und es sind so viele nach Moskau gereist. Putin hat ihnen alles Mögliche erzählt. Im Bundestag haben AfD-Abgeordnete geredet, es gibt keinen Krieg. 3 Tage später gab es Krieg. Das ist doch die Situation. Und deswegen braucht es einen gemeinsamen Druck. Die Türkei, die das Getreideabkommen schon mit der Ukraine verhandelt hat, und Russland, Indien, die wirklich die kommende Wirtschaftsmacht in Asien sind, China und natürlich auch USA. Und es braucht eine gemeinsame europäische Anstrengung. Ich würde mir wünschen, dass unsere Bundesregierung genau das macht, was Deutschland immer stark gemacht hat. Wir sind eine diplomatische Kraft. Das Minsker Abkommen ist unter anderem deswegen entstanden, weil Deutschland agiert hat. Und das wünsche ich mir, diesen Plan auch von unserer Bundesregierung jetzt. Und das Minsker Abkommen ist deswegen gescheitert, weil auch Frau Merkel zugegeben hat, dass dieses Abkommen gar nicht ernst gemeint war. Der Wertewesten ist nicht immer so uneigennützig, wie Sie das gerade darstellen, sehr geehrter Kollege. Es war Egon Bahr, der bekannte SPD-Politiker, einer der letzten SPD-Politiker mit Staatsmann-Qualitäten. Der hat mal vor einer Schulklasse 2013, ich glaube, das war im Hessischen, ausgeführt. Ich zitiere jetzt nicht, sondern gibt das nur dem Tenor nach wieder. Glauben Sie nichts von dem, was in Ihren Büchern steht und was Ihre Lehrer Ihnen bezüglich Kriegen sagen. Kriege werden niemals für Demokratie und Menschenrechte geführt. Kriege werden immer aus Macht- und Geldinteressen geführt. Das hat Egon Bahr gesagt, ist nicht von mir. Ja, aber in diesem Sinn, darin sind wir uns doch wenigstens einig, oder? Herr Vogt, dieser Krieg hat 3 Ebenen. Natürlich ist die erste Ebene die tagtäglich in den Medien auch kommentiert wird,
die politische Ebene, die wir alle erkennen können. Das ist der Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine. Auf der zweiten Ebene, und Sie haben sich sicherlich auch mit Geostrategie beschäftigt, ist dieser Krieg ein Stellvertreter. Deswegen stehen Sie heute in Berlin. Herr Höcke, wir müssen da leider... Uns läuft die Zeit in einem Maße weg. Ist das ein Stellvertreterkrieg? Und Herr Höcke, Ihre Redeanteile sind auch deutlich vor denen von Herrn Vogt. Das kann ich mir ja fast gar nicht vorstellen. Ist es so? Ich kann es Ihnen ganz genau sagen. 32 Minuten 30. Wir brauchen Frieden mit Russland, wir brauchen Kooperation mit Russland. Und wir brauchen keinen Hass zwischen Deutschen und Russen. So, wir brauchen vor allen Dingen jetzt das nächste Thema, Herr Höcke. Sie wollen doch auch über Thüringen sprechen, oder nicht? Ja, natürlich. Wunderbar, perfekt. Dann sind wir jetzt nämlich auch bei Thüringen angelangt. Sie beide würden gerne Ministerpräsident werden. Mhm. Wenn wir auf die Umfragen schauen im Augenblick, Regierungsbildung wird wieder ein schweres Los in den Tagen nach der Wahl werden. Wie genau wollen Sie, und damit geht die Frage an Sie beide, die Mehrheiten beschaffen, die Sie brauchen werden? Weil eine absolute wird keiner von Ihnen erreichen, so wie es im Moment aussieht. Herr Vogt, bitte. Also ich glaube, dass Menschen keine Koalition wählen, sondern sie wählen... Sind Sie sicher? Menschen wählen Personen, denen sie vertrauen, dass sie die Probleme angehen, die sie wirklich täglich stören. Ich habe das vorhin schon gesagt, dass wir wieder die Frage von Fleiß muss sich lohnen, dass das Leben wieder einfacher wird, nicht so kompliziert, dass es um die Frage von Recht und Ordnung geht. Das ist das, was Menschen in Thüringen wollen. Wollen Sie das umsetzen? Ja, ich will Ministerpräsident aller Thüringer sein. Und wir haben momentan in Thüringen jede Woche eine Parteigründung. Jede Woche. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, welche davon am Ende im Thüringer Landtag sitzt. Aber was ich Ihnen sicher sagen kann, ist, mit diesen völkischen Bildern, mit diesen völkischen Ideen von Herrn Höcke, werde ich nicht zusammenarbeiten. Und das Zweite, es darf auch kein Weiter so geben. 10 Jahre Rot-Rot-Grüner Thüringen zurückfallen lassen. Und deswegen muss die linke Regierung abgewählt werden. Und dafür setze ich mich ein. Und ich sage Ihnen eins, wir ändern heute Abend das Bild der Wählerinnen und Wähler. Und die CDU hat den Anspruch, stärkste Kraft zu werden. Dafür werde ich alles tun. Darf ich ganz kurz noch mal da einhaken? Sie haben relativ klar gemacht, mit der Linken auf gar keinen Fall. Haben aber beim BSW das noch nicht so ganz ausgeschlossen. Da scheinen Sie eher noch so zu sein, naja, könnte eventuell was werden. Wo ist denn für Sie da im Moment inhaltlich der große Unterschied, wenn Sie bei den Linken sagen, auf gar keinen Fall? Ist natürlich auch mit ein Grund, was die CDU das insgesamt sagt, bundesweit. Und beim BSW sagen Sie, na eventuell, das könnte sein. Glauben Sie, die sind so viel anders mit einer Sarah Wagenknecht vorneweg? Ja, zuerst einmal kandidiert Sarah Wagenknecht nicht in Thüringen. Aber Frau Ohm, ich habe Demut und Respekt vom Wähler. Mhm. So, und die stimmen ab am 1. September. Und da ist viel in Bewegung. Wir haben das gerade im Januar erlebt. Da hatten wir eine Landratswahl in Thüringen im Saale-Orla-Kreis. Da hat die CDU und die AfD im ersten Wahlgang über 80% gemacht. Das heißt, die Auseinandersetzung des Jahres lautet CDU oder AfD. Und das, was die Menschen wollen, ist, die wollen eine Regierung, die wollen eine Regierung der Vernünftigen, die für Stabilität steht, aber gleichzeitig eben auch Veränderungen. So, und wenn ich mir angucke, welche Parteien da momentan da sind, habe ich es Ihnen gerade gesagt, die gründen sich jede Woche. Man weiß gar nicht, was deren Programm ist. Man weiß gar nicht, wer die Personen sind. Und mit der Demo trete ich vor den Wähler. Aber ich sage eins, ich will eine starke CDU. Herr Höcke steht vernünftigen Lösungen in Thüringen im Weg. Und deswegen diskutiere ich heute Abend hier. Meine Herren, wir hatten 45 Minuten. Ich darf nichts mehr zur Koalition sagen. Die Zeit, jetzt sind wir schon so weit drüber. Also, ich muss Ihnen das einfach noch mitgeben, lieber Vogt. Mich hat vorgestern mein alter Büroleiter angerufen, der viele Jahre für mich gearbeitet hat. Und der davor 11 Jahre lang für Willy Böck gearbeitet hat, den ersten Thüringer Innenminister. Sie kennen ihn sicherlich. Er ist ja vor einigen Jahren gestorben. Und mein Büroleiter hat mir gesagt, der Willi hat damals eine konservativ-patriotische CDU aufgebaut. Der Willi, der würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sieht, wie die heutige CDU sich den roten und bunten Genossen an die Brust werfen würde. Herr Vogt, gehen Sie in sich. Denken Sie noch mal darüber nach, ob Sie mit der CDU wirklich in diesem Linkskurs gut unterwegs sind. Meine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019, und vielleicht setzen wir uns jetzt auch noch Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Merz hat sich ja vom Volk verabschiedet. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Und deswegen will ich nicht mit Ihnen zusammen. Meine Herren, wir hatten für dieses Duell 45 Minuten eingeplant. Jetzt sind wir deutlich über der Zeit, haben 71 Minuten gesprochen. Am 1. September entscheiden dann die Wählerinnen und Wähler in Thüringen, wer zukünftig regiert. Wir danken Herrn Höcke und Herrn Vogt
für die Diskussion. Herzlichen Dank. Schönen Vielen Dank. Danke.